Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Quiz hier auf meinem Kanal. Und ihr könnt es tatsächlich schon ahnen, es gibt heute das Juni-Quiz. Und da beschäftigen wir uns, was im letzten Monat wieder auf der ganzen Welt passiert ist. Wir gehen schon mal rein. Ich weiß auch, was im Juni los war, nämlich die Fußball-EM war da natürlich großes Thema, ist da gestartet. Aktuell sind wir ja zwischen Viertelfinale und Halbfinale. Genau, dann machen wir wieder einen Ton aus, wie immer. Vergesse ich irgendwie immer davor. Auf jeden Fall spielen wir heute das Juni-Quiz 18 Fragen. Beim letzten Monatsquiz war ich ja relativ gut sogar. Mal schauen, ob ich heute auch mal wieder ein ordentliches Ergebnis erzielen kann. Okay, ja, erste Frage. Welches Land lockerte seine Zweikindpolitik und erlaubt nun 3 Kinder pro Paar? Das ist in China natürlich. Hat man definitiv mitbekommen. Zweikindpolitik auf jeden Fall ein Begriff, den man mit China in Verbindung bringt, wussten auch 88% am Ende. Was fand diesen Monat in Cornwall statt? Das ist eine gute Frage. Ich tippe mal auf ein Treffen zwischen Biden und Putin, das ist aber falsch, es war der G7-Gipfel. Okay, weiter geht's. Wie heißt die neugeborene Tochter von Prinz Harry und Meghan Markle? Die haben anscheinend schon wieder ein Kind bekommen. Ich tippe auf Lilibet Diana. Das ist richtig. Weil irgendwo hat man das auf jeden Fall gehört. Aber ja, gar nicht so einfach bei den ganzen Doppelnamen da immer den Durchblick zu behalten. Auf jeden Fall erste 102 Richtige ist definitiv in Ordnung. Machen wir weiter mit der zweiten Runde. Bei welcher EM-Partie kam es zu dramatischen Szenen, nachdem ein Spieler auf dem Feld zusammenbrach? Das Spiel habe ich tatsächlich gesehen, die ganze Situation, was da passiert ist. Das war wirklich unfassbar, da war man wirklich auch unter Schock. Zum Glück geht es Christian Eriksen den Umständen entsprechend wieder gut. Und ja, Dänemark, das Team, das hat sich wirklich zusammengehauft. Also der Zusammenhalt ist Wahnsinn. Nur deshalb haben sie es jetzt auch wirklich ins Halbfinale geschafft. Also da muss man wirklich den Respekt aussprechen an alle Beteiligten, an die ganzen Spieler und so weiter. Also das war schon eine sehr tragische Szene auf jeden Fall. Welche Organisation stand in der Kritik, nachdem eine Protestaktion bei der EM gründlich schief lief? Auch das habe ich wieder live im Fernsehen gesehen. Genau die EM-Spiele habe ich geschaut, wo wirklich was ja passiert ist. Das war Greenpeace. Das war ja vor dem deutschen Spiel gegen Frankreich. Da ist ja einer tatsächlich auf dem Rasen gelandet mit so einer Art Paragleiter. Und hat er dann auch noch 2 Menschen irgendwie leicht verletzt. 2 Zuschauer, glaube ich, waren es. Also sollte man niemals machen. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter. Auf das Produkt welcher Marke reagierte Ronaldo in einer Pressekonferenz sichtlich pikiert? Auch das habe ich mitbekommen. Also 3 Fußballfragen hier in der zweiten Runde. Das war Coca-Cola. Der hat ja da wirklich lieber ein Wasser getrunken als eine Cola tatsächlich. Auch das habe ich tatsächlich mitbekommen und somit Runde 2 alles richtig. Weiter geht es jetzt auf jeden Fall mit der dritten Runde. Da haben wir die nächste Frage. Wie wird die Covid-19-Variante genannt, die für über 90% der Neuansteckungen in Großbritannien verantwortlich ist? Das ist die Delta-Variante. Alle waren wirklich davor. Und der Anteil der Delta-Variante steigt, aber irgendwie die Fallzahlen sinken. Also es macht irgendwie aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Es wurde auch von der britischen Variante tatsächlich schon gewarnt, das ist jetzt die indische. Und die britische war letztendlich auch nicht so schlimm in Deutschland. Das liegt immer auch so ein bisschen ja, an den einzelnen Faktoren vor Ort, wie halt das Gesundheitssystem ist. Und wir haben in Deutschland wirklich ein sehr gutes Gesundheitssystem. Und deshalb wurde es da nicht so schlimm für die meisten Leute. Aber ganz ehrlich, auf die leichte Schulter nehmen darf man das Ganze weiterhin nicht. Man muss immer noch die Regeln befolgen, die gelten. Auch wenn jeder davon mittlerweile genervt ist. Weiter geht es jetzt auf jeden Fall. Ursprünglich aus Texas kommend, wurde Juneteenth in den USA zum offiziellen Feiertag erklärt. An was soll dieser Tag erinnern? Einfach mal irgendwas nehmen, weil die Zeit halt schon wieder abgelaufen wäre. Sonst Befreiung aus der Sklaverei. Ich hätte es aber wirklich nicht gewusst, weil ich das noch nie gehört habe. Wer konnte die diesjährige deutsche Basketballmeisterschaft der Herren für sich
bestimmen. Es müsste dann Alba Berlin gewesen sein. Weil Alba Berlin war gegen Bayern München im Finale. So viel habe ich mitbekommen beim Basketball. Und die anderen drei waren ja tatsächlich dabei im Finale. Sind, glaube ich, sogar alles wirklich Basketballteams. Bei Bayern, Giants, Leverkusen bin ich mir nicht so sicher. Das ist ein bisschen auf Fußball angelehnt. Aber die anderen zwei, Haster Fechter und Prose Bamberg, das sind auf jeden Fall Basketballvereine. Und somit in 103 zwei Hichtige ist auch in Ordnung, würde ich sagen. Die erste Hälfte haben wir jetzt tatsächlich hinter uns. Jetzt geht es weiter mit der zweiten Hälfte. Und ich muss wie immer den Ton ausmachen, weil ich nehme das Ganze jetzt am nächsten Tag erst auf. Den zweiten Teil des Videos. Die ersten drei hatte ich gestern schon gemacht. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter mit den Fragen. In welchem Land heißt der neue Regierungschef Naftali Bennett? Ich tippe mal auf Israel, weil da hat sich da was getan. Wussten auch 83%. Weiter geht's. Mit welchem ihrer Ex-Partner ist Sängerin Jennifer Lopez jetzt wieder liiert? Da gehe ich auf Mark Anthony, es ist aber Ben Affleck. Okay, in so Sachen Promi habe ich keine Ahnung, in so Promi-Geschichten. Weiter geht es jetzt mit der nächsten Frage. Welcher Staatschef musste sich beim Begrüßen einer Menschenmenge eine Ohrfeige gefallen lassen? Habe ich keine Ahnung, ich nehme einfach vielleicht mit Putin, es ist aber Emmanuel Macron. Wie gesagt, das waren jetzt schwierigere Fragen in dieser vierten Runde. Runde 5 kann jetzt also starten. Wer wird in der 11. Staffel von The Voice of Germany nicht in der Jury sitzen? Auch da habe ich keine Ahnung. Ich nehme einfach mal Sarah Connor. Es ist aber Nena. Wie gesagt, bei so Promi-Geschichten keine Ahnung. Welcher Fußballer sitzt hingegen demnächst bei RTL in der Supertalent-Jury? Da kann ich mir eigentlich wirklich von diesen vier nur Lukas Podolski vorstellen. Und er ist es tatsächlich auch. Wussten 75% der Mitspieler. John McAfee verstarb in einem spanischen Gefängnis. Mit welchem Produkt wurde die von ihm gegründete gleichnamige Firma bekannt? Auch da kann ich nur raten. Ich nehme einfach mal die Golfbälle. Es wäre aber eine Antivirus-Software gewesen. Drei Fragen haben wir noch und bisher Team Deutschland einfach mal alles richtig. Das gibt es auch nicht so oft. Meistens ist dann noch eine Frage falsch, aber kann ja immer noch passieren. Unter welchem Namen kennen wir den Zwischenfall am 4. Juni besser? Nuklearkatastrophe von Tschernobyl? Nein, das war Tiananmen-Massaker. Sagt mir überhaupt nichts. Und auch hier waren sich die Mitspieler total unsicher tatsächlich. Die UEFA leitete eine Untersuchung gegen Manuel Neuer ein. Weshalb? Das war die Regenbogen-Kapitänsbinde, das haben wirklich eigentlich alle mitbekommen, wussten 91%, finde ich aber ganz ehrlich, warum macht man das? Man kann doch wirklich eine Regenbogenbinde tragen, da muss man keine Untersuchung auch einlegen. Aber zum Glück wurde die natürlich dann auch wieder eingestellt. Jetzt nochmal eine Fußballfrage: Gegen welchen Gegner schied Deutschland im Achtelfinale der EM aus? Und das war gegen England, habe ich sogar vor der EM schon vorhergesagt tatsächlich. Im Tippspiel war das bei mir, weil ich nämlich von der Arbeit aus in so einem Tippspiel tatsächlich mitmache zur EM, wo man dann natürlich alle Ergebnisse tippen kann und dann natürlich auch die Achtelfinalpartien bis hin zum Finale, welche Mannschaft halt sich da wo durchsetzend hatte ich halt im Achtelfinale England gegen Deutschland und da habe ich ja gesagt, England setzt sich durch und so ist es auch gekommen. Somit waren das auf jeden Fall alle Fragen und wir werfen jetzt nochmal einen Blick drauf, wie es insgesamt so gelaufen ist. 11 richtige Antworten hatte ich jetzt zum Schluss. Ist ein ganz ordentliches Ergebnis, es geht tatsächlich besser. Habe ich euch ja auch schon bewiesen, dass es stärker geht. Ich glaube, mein Rekord waren jetzt 15 richtige. Beim letzten Mal, wenn ich mich noch genau dran erinnern kann, auf jeden Fall über die Hälfte ist immer gut, also zweistellig ist immer ganz in Ordnung. Team Deutschland heute wirklich wieder mit dem perfekten Spiel. Aber da trifft auch der Begriff Schwarmintelligenz auch immer so ein bisschen drauf zu. Und somit war es das auch schon wieder mit dem heutigen Video.
Bis zum nächsten Mal und ciao.